So, vielleicht habt ihr auch schon mal das Problem gehabt, dass die Remote gar nicht mehr reagiert. Also ich drücke den Power-Knopf und die Lichter unten leuchten nicht. Ja, und dazu muss ich das gute Stück einmal auseinanderbauen. Ich habe hier die Rückseite schon abgenommen. Ja, ich entferne die Batterien. So. Und dann habe ich so Tripoint-Schrauben. Also ich brauche, ja, ich hoffe, das kann man hier sehen, brauche einen Spezialschraubendreher. So. Den nutze ich, um einmal vier Schrauben herauszuschrauben. Einmal, zweimal, dann sind hier hinten noch zwei, dreimal, vier. Und dann kann ich meine Remote, je nachdem wie häufig ich das schon gemacht habe, muss ich an der Seite noch ein bisschen nachhelfen. Da auch, das geht. Manchmal mit Fingernagel oder mit so einer Art Gitarrenpleck. Dann kann ich die obere Seite komplett herunternehmen und habe hier unten meine ganzen Knöpfe und auch den Lautsprecher drin liegen. So, dann puste ich das mal durch. Manchmal ist auch einfach nur direkt, der da drauf liegt. So, ich setze es wieder zusammen. Wichtig dabei, die Knöpfe nicht verrutschen. Ich gucke die auch nochmal nach. Ja, super. Also einfach wieder das Gummi drauflegen. Liegt, liegt. Und ja, das sieht eigentlich gut aus. So. Dann alles wieder zusammen. Und die vier Schrauben ran. So, alles wieder fest. Ja. Dann packe ich meine Batterien wieder rein und bin gespannt, ob das was gebracht hat. Und jetzt beten und einmal. Ah, so, und sie sucht. Ja, jetzt muss ich nur noch wieder mit der Reconnecten, also hier den roten Knopf drücken und auch in der Wii, und dann sollte das wieder funktionieren.